Servus meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Landwirtschaftssimulator 2015. Andere hier Projekt. Aber da ich ja meine Sounddateien verloren habe, ja, muss ich das jetzt nicht nachkommentieren. Ich werde über ein anderes Thema reden, das ist der Fahrradfahrer, aber ja, und auf jeden Fall muss ich. Ja, wir waren einfach 45 Minuten am Häckseln und haben da Minecraft gespielt, aber. Ja, das nächste Mal geht's weiter. Mit Stimmen. Ist mir heute doch das Video, das ihr so schnell seht. Und auf jeden Fall, so, was sollt ihr jetzt raussuchen? Ja. Möchte ich heute über die Veränderungen im LS 17 reden? Ja. Und. Ja, wir werden und ich habe einiges dieses Screenshots, die ich bis jetzt rausgesucht und wir fangen einfach, ich glaube, das war einer der ersten. Ich fange jetzt mal vorne an und zwar dieser Vulture, den ich gleich einblenden werde. Und zwar, ich habe keine Ahnung, was das für einer ist. Auf jeden Fall sieht man da schon, sieht man da schon mal, der hat. Wenn man hier schaut, sieht man, ja, was sieht man hier? Man sieht auf jeden Fall schon mal die Frau, auf die ich aber eher später drauf eingehen werde. Kann mal ein bisschen zu zoomen. Also ihr werdet jetzt nicht sehen, was ich gerade mache, weil ihr ja im Hintergrund das Video seht. Ich habe nur kurz den Traktor gesehen. Oder wer ich weiß nicht, wie ihn genau einblenden wäre. Auf jeden Fall, man sieht eben nicht viel, außer dass er eine Fronthydraulik hat auf jeden Fall. Man, es ist mit ziemlich viel Detail gearbeitet worden. Und ja, ich kann momentan auch nicht so sagen. Bei dem Gerät gibt es auch nicht viel dazu zu sagen. Die Berge da hinten sind nicht wirklich originell, aber ich glaube, das ist kein Problem für alle guten LS-Spieler. Dann, ja, habe ich hier ein falsches Bild, nämlich mein YouTube-Banner. So. Das nächste Bild ist ein Massive Ferguson. Was für einer weiß ich auch nicht. Ich kann ja mal ganz zoomen, wo ich es sehe. Es steht auch nur Massive Ferguson drauf, glaube ich. Auf jeden Fall mit richtig geilen Licht. Also die Lichter sind schon richtig geil. Man sieht auch hier hinten beim Haus, das ist eine neue Veränderung. Es scheint Lichter raus, man sieht das richtig. Hier die Lichter, meistens sind die oben, dann hier auf der Seite, dann die vorne und man sieht auch hier die Laternen im Hintergrund, links oben und da das Auto, das hat auch, also richtig geil, das schaut richtig geil aus und die Lichter, das sind auf jeden Fall eine neue Veränderung, die mir auch sehr mir persönlich auch gut gefällt, auf jeden Fall. Gehen wir jetzt mal weiter, so toll jetzt, ne? Viech, ich meine, sie war toll. Falsche Richtung. Dann haben wir hier eine Frau, wie gesagt. Ab jetzt gibt es Frauen. Man kann angeblich die Haarfarbe so ändern, glaube ich. Man kann die Kleidung ändern und auf sich einstellen. Man kann eben wählen Mann oder Frau. Man kann eben, ich glaube nicht, dass man sich so verändern kann viel. Das wäre eigentlich viel zu es wäre zu viel einfach. Es wäre dann eher schon so Skyrim oder sowas in der Art, wenn ihr versteht, was ich meine. Und hier haben wir diese Central Transport Hub. Ich glaube, man kann ja den Zug von selbst steuern. Und was inzwischen auch bewiesen worden, also von den Herstellern bestätigt worden ist, man kann, was ich mir von vornherein gedacht habe, mit dem Zug eben Hölzer und Geräte von einen Ort an den anderen schnell transportieren und das ist eigentlich eine recht tolle Veränderung, auch wenn es nicht in jeder Map notwendig wird, aber ich glaube, so wie ja, jetzt habe ich gerade kein Beispiel, aber bei manchen Maps wird es sicher keine schlechte Veränderung werden, wenn man auch einbaut, ne? Ja, das wäre jetzt das. Dann haben wir hier einen Mähdrescher, wo es dazu jetzt nicht viel zu sagen gibt, das ist jetzt nur
das Getreide ist jetzt auch nicht sehr viel. Ich glaube, das ist Weizen. Das ist, muss ich echt sagen, im Gegensatz zum Alten nicht sehr viel verändert. Und wenn wir aber hier in den Himmel schauen, man sieht wirklich eine enorme Veränderung. Es schaut einfach aus wie ein echt. Wenn du in echten Himmel schaust, jetzt, okay, jetzt riecht es gerade, aber schaut aus wie ein echt. Und da bei dieser Frau da drinnen, da ist sie ein bisschen anders ausschaut als die andere. Es ist von Giant Software gesagt worden, sie haben diese Screenshots gemacht, da war niemand drin, also es ist niemand drin gesessen im Mähdrescher und sie haben es mit Photoshop oder keine Ahnung was auch immer projiziert, wie auch immer, ja. Also sie haben hier ein Fendt, was für ein, weiß ich nicht genau. Ich schätze jetzt mal grob, es ist ein der neuen 39er, den man bis jetzt eigentlich von Pop von alle eigentlich gesehen hat. Irgendwie macht mir schon Angst, aber ich hoffe, es sind wohl mehr. Und auf jeden Fall haben wir hier einen Selfward Kuba Flug. Ich weiß nicht, Scheibenflug oder wie heißt das? Auf jeden Fall, man sieht hier schon wieder Dreck rauskommt, also richtig geil. Und Schmutz ist im Gegensatz zum 15er nicht besser geworden, muss ich ehrlich sagen. Zumindest wenn ich jetzt so das Foto anschaue. Schaut jetzt nicht sehr überragend aus, aber und das spritzt auch nicht viel höher als wie beim LS15, aber ja, es ist auch nicht so wichtig, der Dreck. Es geht da ums andere. Traktor braucht sowieso lang, bis er total dreckig ist, dass ihn niemand wäscht. Hier haben wir jetzt den Fendt 939 Vario. Ein sehr neues Produkt von den Fendt rein. Und davor steht, wie gesagt, einfach man sieht jetzt vorne, wie sie ausschaut. Also eine sehr gute Grafik, sehr toll angepasst. Und man sieht auch hier im Hintergrund, die Bäume sind nicht mehr so eckig, die sind eher rund oder hier rechts. Und ja, das kann man hier nicht viel mehr dazu sagen. Schauen wir zum nächsten. Hier sieht man auch sehr gut im Himmel die Konturen und die Wolken, die Lichter, wie die Sonne untergeht oder aufgeht. Ich glaube, ihr aufgeht. Ich weiß es gerade nicht. Und also das ist einfach toll. Da drüben haben wir links unten, glaube ich, einen Unterstand für die Geräte. Und dann haben wir hier einen Challenger oder bitte mal das Maschinengerät, wie man es nennt, mit einem Federstedt-Gruber. Der Gruber gefällt mir persönlich sehr gut, da ich Federstedt sehr mag, also mag, ja. Und das nächste ist der Traktor. Ich mag persönlich diese Marke einfach nicht, weil sie einfach scheiße ist. Aber wenn man hier schaut, es ist eben der Boden. Es wurde am Anfang gedacht, es wird viel mehr Boden zum Schluss sein, da es viel auf dem Boden gefilmt worden ist im E3 Trailer. Aber die Bodentexturen sind nicht sehr überragend im Gegensatz zum alten LS. Ist für mich jetzt persönlich nicht das Problem, aber ich meine, wenn man schon ankündigt, dann soll man das wenigstens machen. Nicht so, dass es wieder so ein Desaster ist wie beim LS17, so werden sie, 15, sonst werden die alle gut verlieren. Das nächste ist hier nochmal ein Manitou Lader, der gerade Beinverladen hat, und man kann jetzt mit Spanngurten die Beine befestigen. Man kann sie dann nicht mehr bewegen, sie fallen nicht runter, und für mich ein sehr gutes, da ich nicht fahren kann, wie alle wissen. Und das war's dann fürs erste, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls, was ich noch sagen wollte, es ist eben ein neuer Ingame-Vorstellung gekommen. Die könnt ihr euch anschauen auf der Landwirtschaftssimulator-Kanal auf YouTube. Und ja, ich kann es auch euch auch verlinken, weil ich so vergessen habe, ist egal. Und danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Falls jetzt das Video aus ist, werdet ihr noch ein bisschen Musik, dann könnt ihr euch den Rest anschauen. Tschüss!